Die Flughafen Wien AG verzeichnete mit einem Passagierplus von 5% ein neues Rekordergebnis. Die beiden Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner berichteten in ihrer Pressekonferenz im Wiener Hilton über die Verkehrsergebnisse 2012 und gaben einen ersten Ausblick auf 2013. Wir hatten ein Wachstum von 5% und zum ersten Mal in der Geschichte des Flughafens Wien mehr als 22 Millionen Passagiere abgefertigt. Das ist ein neuer Rekordwert. Das Passagierwachstum ist insbesondere durch das Wachstum der Transferpassagiere getrieben worden. Wir hatten bei den Transferpassagieren ein Wachstum von 8,1% und bei den Lokalpassagieren ein Wachstum von 3,8%. 2012 war ein neues Rekordergebnis. Mit 22,2 Millionen Passagiere hatten wir erstmals mehr als 22 Millionen Passagiere im Flughafen Wien. Und das ist ein Wachstum von 5%. Liegt auch im internationalen Vergleich sehr gut. Der europäische Durchschnitt ist in etwa bei 2%. Das heißt, wir sind doch deutlich stärker gewachsen als die meisten anderen Flughäfen. Eine sehr erfreuliche Entwicklung, insbesondere für unsere Airlines, ist die Entwicklung des Sitzladefaktors. Der ist drastisch gestiegen um 3,4 Prozentpunkte auf 73%. Das starke Wachstum kommt insbesondere aus Osteuropa, Mittlerer Osten, teilweise auch Nordamerika, auch vor allem aus dem Transferverkehr. Das heißt, unsere Homecarrier Auer und Niki haben deutlich mehr Transferpassagiere als im Jahr davor abgefertigt, nämlich beim Transfer hatten wir ein Wachstum von rund plus 8%. Wie schaut es denn mit den Prognosen jetzt für 2013 aus? Für 2013 gehen wir von einem Passagierwachstum von rund 1-2% aus. Das ist allerdings bei gleichzeitigem Rückgang der Flugbewegungen. Das heißt, der Rückgang bei den Flugbewegungen wird in etwa -1,5 bis -2,5% sein. Und das bedeutet, dass wir mehr Passagiere pro einzelner Flugbewegung haben. Das ist natürlich auch eine positive Entwicklung für uns. Ja, trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds blicken wir optimistisch auf 2013. Wir erhoffen uns eine Steigerung beim Umsatz, aber vor allem eine deutliche Steigerung beim EBITDA. Und wir hoffen, dass wir auch beim Nettogewinn mit etwa 65 Millionen ein herzeigbares Ergebnis liefern können. Und was besonders wichtig ist für die Zukunft des Unternehmens, wir haben unsere Verschuldung deutlich gesenkt und diese Entwicklung wird auch 2013 noch weitergehen. Was vielleicht Ihnen in Erinnerung geblieben ist, es gab ja Angebote, dass wir uns von Immobilien auch trennen, insbesondere eben Parkhäuser. Hier gibt es eine klare Entscheidung, dass wir das nicht tun werden. Das sind wesentliche strategische Assets für den Flughafen und es werden keine Immobilien innerhalb der Zivilflugplatzgrenze verkauft und auch keine Parkhäuser. Alle diese Immobilien werfen gute Erträge ab und es ist nicht beabsichtigt, dass wir uns hier von etwas Wesentlichem trennen.